Als nächster Redner wird jetzt Heiner Möllers zu uns sprechen. Nicht der Fraktionsvorsitzende der Gronauer CDU, sondern der sympathische Heiner Möllers aus Ahaus von der Bürgerinitiative Kein Atom in Ahaus, dessen Vorsitzender er ist. Ich bin auch nicht verwandt mit dem, aber du. Ja, als erstes meine schlechte Nachricht. In Tricastin, dem weltweit größten Atomkraftwerk in Frankreich, ist ein Transformator explodiert und abgebrannt. Meister Sarkozy sollte mal drüber nachdenken, wohin er in Zukunft seine Staatsgelder investiert. Die Quelle ist die Süddeutsche Zeitung. Angeblich ist keine Radioaktivität frei geworden, keine Menschen verletzt worden. Nichtsdestotrotz kann man sehen, die Technik ist nicht beherrschbar, es gibt keine absolute Sicherheit. Die Süddeutsche schreibt selber, in den vergangenen Jahren gab es dort immer wieder Zwischenfälle, über deren Ausmaß die Öffentlichkeit teils erst nach Tagen informiert wurde. Schwachpunkt Mensch, Schwachpunkt Betreiber. Jetzt fange ich mal mit meiner Rede an. Hiroshima, Nagasaki, Harrisburg, Tschernobyl, Mayak, wir haben es gerade gehört, Tricastin. Die Geschichte der Nutzung der Atomenergie ist eine Geschichte von Zerstörung, menschlichem Elend und Umweltverschmutzung, die alle Vorstellungen sprengt. Pakistan hat die Atombombe, vor allem mit Hilfe eines ehemaligen Mitarbeiters der Kernforschungsanlage Karlsruhe. Indien hat die Atombombe, hier war ein ehemaliger Mitarbeiter der UAA Gronau enorm hilfreich. Der Iran verfügt über die Technik, Uranwaffen fähig zu machen. Amerika, England, Frankreich, Atom möchte alles mit Hilfe der Urananreicherung. Kein Staat dieser Erde sollte über Atomwaffen verfügen dürfen. Wir fordern daher weltweit ein Verbot und die Ächtung von Uranbergbau, Urananreicherung und Atomwaffen. Es gibt im Grunde keine gute oder böse Technologie. Erst die Benutzung durch Menschen macht den entscheidenden Unterschied. Atomenergie ist nicht beherrschbar. Der Mensch ist einer der größten Schwachpunkte bei der Nutzung jeder Technologie. Was nun die Ausstiegsbeschlüsse der Merkel-Regierung angeht, haben wir erhebliche Kritik. Das ist nicht der angepriesene große Konsens. Das ist ein recht schlampig gebastelter Entwurf, der Panik verrät und eher der Angst vor Wählerverlusten geschuldet ist. Die Betreiber von Atomanlagen sind Großkonzerne, deren ausschließliches oberstes Ziel die Gewinnmaximierung ist. Genau diese Strukturen werden auch jetzt wieder begünstigt und gefördert. Wir finden das falsch und unverantwortlich. In den Beschlüssen der Bundesregierung ist keine Rede von einem Ende der Urananreicherung und einem Verbot des Uranbergbaus. Keine Rede davon, die AKWs gegen Flugzeugabstürze und Terroranschläge zu schützen. Keine Rede davon, dass der Ausbau weiterer Kohlekraftwerke vor allem der RWE nutzt, nicht aber der Umwelt. Keine Rede von Dezentralisierung der Energiewirtschaft. Auch nicht die Rede davon, dass es zurzeit nur Gas als relativ umweltneutrale Brückentechnologie gibt, die in Form von Wärmekraftkopplung mit hoher Effizienz arbeiten kann. Keine klaren Aussagen nach wie vor zu der völlig ungelösten Frage des Atommülls. Wann wird die Asse endlich geräumt? Wann wird endlich das Ende sämtlicher Tätigkeiten am Salzstock in Gorleben eingeleitet, die mit der Lagerung von Atommüll zu tun haben? Diese und weitere Fragen sind nicht beantwortet. Deshalb können wir auch nicht verstehen, warum die Grünen diesem mehr als faulen Kompromiss, wenn auch mit geringer, aber doch mit Mehrheit zugestimmt haben. Unsere Forderungen sind nach wie vor Ausstieg aus der Atomenergie sofort, Stopp für Uranbergbau, Urananreicherung und Atomwaffen sofort und weltweit, Entflechtung der Monopolstrukturen im Energiebereich, vor allem der geradezu mafiösen Verflechtungen von Banken und großen Energieunternehmen, Dezentralisierung der Energiewirtschaft unter direkter demokratischer Kontrolle. Ich kann es mir nicht verkneifen, hier an dieser Stelle ein persönliches Wort an den Chef dieser Anlage zu richten, Herr Ohnemus, der sich immer wieder gerne als Christ und Moralist gibt. Ihr Geschäft, Herr Ohnemus, ist ein Verbrechen an den Menschen und der Umwelt. Es steht einem der Grundgedanken des Christentums, Schöpfung bewahren, diametral entgegen. In
In Ihrem aktuellen Tätigkeitsfeld schaden Sie dem Ansehen der evangelischen Kirche weit mehr, als Frau Käßmann mit Ihren zwei Bier zu viel es je vermocht hätte. Ziehen auch Sie die Konsequenzen daraus. Legen Sie Ihren Posten nieder oder treten Sie aus der Kirche aus. Alles andere ist Doppelmoral. Danke. Ja, vielen Dank, Heiner, für die klaren Worte. Sicherlich von Dr. Ohne muss ankommen. Als nächster Redner wird Felix Ruwe von der BDA zu uns sprechen. Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur ganz kurz ein paar Worte sagen. In Aarhus haben wir ja auch immer noch ein Atommülllager und wir haben sehr viel hochradioaktiven Atommüll und kein Mensch weiß, wohin damit. Wir haben immer noch die Probleme, dass wir Atommüll aus Frankreich zurückbekommen sollen, denn die Franzosen, das muss man neidlos anerkennen, die waren vor 30 Jahren schon so clever und haben gesagt, jegliches Atommaterial, was ihr uns aus Deutschland liefert, das nehmt ihr zurück. Und jeglichen Atommüll, der dabei entsteht, den nehmt ihr auch zurück. Wir nehmen grundsätzlich keinen Atommüll von euch an. Im Gegensatz dazu steht hier die Urenco. Die Urenco reichert Uran an und der Atommüll, das abgereicherte Uran, bleibt hier liegen, wird umgearbeitet und in einem 60.000 Tonnen Freilager hier genehmigt. Sowas kann nur geschehen, wenn es eine völlig achtlose und ahnungslose Regierung gibt. Oder wenn die Atombetreiber völlig problemlos hier den Atommüll hinschmeißen können, wo sie wollen, dass sie ihn in die Asse schmeißen können oder hier in einem Freilager unterbringen können. Das liegt an den politischen Strukturen. Und das muss man mal ganz deutlich sagen. Ja. Als zweites muss ich eigentlich an die lieben Grünen, Basisgrünen, die hier sind, noch ein Wort richten. Viele sind traurig darüber, dass die Bundestagsfraktion so entschieden hat. Wir sind da auch sehr traurig drüber und unglücklich drüber. Wir sind auch sauer darüber, aber wir brauchen es nicht weiter zu kommentieren. Es sind Politiker und die ticken halt ein bisschen anders als normale Menschen, die anders orientiert sind. Ja, aber wir haben hier auch noch immer ein Problem. Ich zum Beispiel habe zurzeit immer noch ein offenes Verfahren. Ich war schon einmal vor Gericht wegen Durchführung einer nicht ordnungsgemäß angemeldeten Kundgebung. Wir hatten hier die Situation, dass Hubert Wimber, der grüne Polizeipräsident von Münster, Käfige hat aufbauen lassen in einer Polizeitiefgarage in Aarhus im Dezember bei minus 8 Grad, wurden Gefangenenkäfige gebaut. Und wir haben gesagt, wir wollen mit solchen Leuten nicht mehr kommunizieren. Das sind keine Partner für uns. Wir wussten genau, dort wo Metallkäfige als Gefangenenlager für Menschen aufgebaut werden, dort werden Rechtsverstöße eingeplant und auch akzeptiert. Und wir haben also gesagt, wir melden die Kundgebung nicht mehr bei der Polizei an, sondern beim Ordnungsamt. Und dieser kleine Unterschied, das Ordnungsamt der Stadt Aarhus arbeitet sehr eng mit der Polizei zusammen und die wussten sehr wohl Bescheid. Dieser kleine Unterschied hat also den Staatsanwalt Ohmström in Münster dazu gebracht, mich anzuzeigen. Ich war schon einmal vor Gericht und es ist ein Unding. Und wir müssten eigentlich mal versuchen, die grüne und die rote Landesregierung in Nordrhein-Westfalen dazu bewegen, dass solche Käfige in Nordrhein-Westfalen nicht mehr zum Einsatz kommen. Ja, die Richterin wollte das Verfahren nach 10 Minuten einstellen, aber der Staatsanwalt wollte das noch nicht. Und ich werde dann in Zukunft darüber berichten, wie das ausgegangen ist. Aber trotzdem möchte ich, dass alle Leute sich bitte darum kümmern, dass diese Käfige nicht mehr in Nordrhein-Westfalen zum Einsatz kommen. Dankeschön.